Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonders. Wir machen nicht weiter mit dem Finale. Ja, wir machen nicht weiter mit dem Finale. Stattdessen gehen wir in die Spezialwelt und kaufen erstmal hier noch so ein paar Aufsteller. Wir machen natürlich immer das Relevanteste zuerst. Es gibt noch 24 Aufsteller. Oh, das sind knapp mit den Coins. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreichen wird. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wobei. Oh, es reicht aus. Aber es reicht gerade nur so aus. Es sind nur so ein paar Dutzend Aufsteller, die fehlen. Nicht ein paar Dutzend Aufsteller, die fehlen, nur ein paar Dutzend Münzen übrig bleiben. Das ist schon krass. Mich dann. Aber meiner Meinung nach noch eine weitere Condition für 100% abgehakt, und zwar alle Aufsteller. Ich glaube, es ist nicht offiziell eine Condition für 100% alle Aufsteller, die zu kaufen, aber ich mach's trotzdem. Nein, im extra eine coole Animation eingebaut, wenn man alle hat. So. Ah ne, es ist eine Condition für die 100%. Weil das ist die vierte Medaille. Auch schon krass, wie viel hier noch fehlt. Wobei, ich glaube, das sind noch ein paar Blumenmünzen, mit denen man sich das kaufen muss. Wie mache ich das hier, die Ausrufezeichen weggehen? Ja, lass ich auch Bezeichen auf ein Ausbezeichen sein. Ich weiß schon, was ich benutzen werde. So, und jetzt können wir auch mit gutem Gewissen darüber, dass wir alle Aufsteller gekauft haben, in dem letzten Kampf gegen Bowsers Finale uns messen. Das hat sogar die höchste Anzahl der Sterne an Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist oder dass so ein dramatischer Effekt ist, auch nach dem Motto: Oh, das Level wird schwer, wenn es nicht schwer ist. So eine Art Angst machen. Egal. Haha, toll, ihr seid ja richtig weit gekommen, aber egal, jetzt ist Schluss mit den Spielchen. Ich habe einen Platz in der ersten Reihe für Papas großes Finale. Und ihr ruiniert mir das nicht. Jetzt werdet ihr sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super mega extra cooles Wunder. Idiot, hat sich einfach sich selbst eliminiert. Hier gibt es auch keine 10er Münzen. Ey, es ist ein schönes Crawling Level, wo man warten muss. Er liebt ja nicht die Scrolling Level, in denen man warten muss. Hilfe? Ja, ich hätte mich da drunter stellen sollen. Also diese große Kugel wirklich One-Hit ist so. Er ist schon krass. Ja, und dann spawnt der Goomba in mir drin. Das kannst du dir auch nicht ausdenken.
Geld runterstellen. Ist der in Ordnung? Hey! Das ist auch wieder so, dass mehrere Wunder jetzt hier gleich. Das ist euer Ernst. Ach, wollte schon kurz fragen, ob ich hier gerade nicht kurz davor bin, zerquetscht zu werden. Okay. Oh nein. Die Störung so schrecklich. Point. Okay, aber schön, dass wir hier so ein Tutorial bekommen haben, wie hier die Paneele funktionieren. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid ihr bereit, unter meinen Brennbeats dahin zu schmelzen? Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefällten Publikum machen. Bowsers Finale und los geht's. Guhaha. Einfach alles, was pink ist, zerstören. Jetzt hier die Cappy ab, ist mal wieder erneut nützlich. Ja.
wechseln sie sich ab immer. Ich finde, dass du dein... hier dein Besiegknopf schützt. Ah. Schon aus Glück einen zerstört. Hör auf, dich zu beschützen. Ja. Was ist? Es geht deine Maschine langsam kaputt. Ich konnte irgendwie Cappy nicht zünden. Man kann Cappy manchmal nicht zünden. Weiß ich warum nicht. Wie sehe ich darin mehr einen Vorteil für mich, wenn jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen mehr getrennt ist? Doch so temporär und verwundbar, wenn man einfach springt. Jetzt nur noch der Kopf übrig bleibend. Da kommt jetzt hier der große verwundbare Bowser-Schalter. Da willst du dich noch wehren. Okay, du hast hier und da mal ein paar Stoppartikel, aber Bowser geht noch mehr. Das ist eigentlich im Hintergrund. Nur irgendwelche Blöcke. Irgendwie aufeinander getürmt. Thank you.
Jetzt haben wir noch so ein Spiel, wo man so viele wie möglich. Und den Credit so viel wie möglich erwischen. Einfach damit man sich nicht langweilt, währenddessen sich die Genies, die Spiele entwickelt haben, dann auch mal ihre 2 Sekunden Ruhm genießen dürfen. Wahrscheinlich, ich würde es jetzt mal unterstellen, dass es möglich ist, alle Credits auf einmal zum Poppen zu bringen. Aber wenn es schwer wird, wahrscheinlich gibt es aber irgendwelche verrückten Leute, die es geschafft haben. Woher kommt der Schnee? Das ist die Frage, die sich hier jeder stellt. Gott. Ich glaube, das hat keine Bestrafung, wenn man die Strecken ist, weil das ist den Knockback. Jetzt alle jetzt eigentlich so hart zurück. Teilweise ist das schon echt fies, wenn man in der gerade die Szenerie wechselt und man will aber noch weiterhin die Credits einsammeln. Zum Beispiel hier bin ich jetzt schon nur deswegen gekommen, bin ich schon da, habe die oberen nicht eingesammelt. Weil die Blasen sind schon echt gemein. Also auch eigentlich echt nur mit einer, ich finde das mit einer der coolsten Credits-Szenen. Also wenn es halt darum geht, halt sowohl, dass man halt die Leute würdigt, die diese Spiele entwickelt haben, als auch, dass man halt den Spieler nicht zu sehr langweilt mit halt überlangen Credits. Haben das schon cool gemacht. Zufrieden. Komm bald wieder.
Nee, Ende. Herzlichen Glückwunsch, das Spiel beendet. Dafür hältst du die Medaille. Du hast schon 5. Die Level, die noch nicht gefunden hast, werden nur als Fragezeichen in der Levelübersicht angezeigt. Der Laden hat neue Abzeichen im Angebot. In der Spezialwelt gibt es nur das Level Super Finale Test Abzeichen Parade. Oh, jetzt scheint hier. Oh. Ich komme von vorne an. Oh, jetzt hier zu sein erinnert mich daran, wie alles angefangen hat. Wir sind zu so vielen Orten gereist und haben so viele Wundersamen gesammelt. Aber es muss mehr Wundersamen Zehnermünzen geben, die wir bislang noch nicht gefunden haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Also die erste Welt. Warum habe ich den Haken nicht? Warum wurde mir der Haken genommen? Das ist irgendwie schon so halber Beschiss, den ich hier wittere. Okay, der Shop hat. Warte mal, was hat der? Okay, der Shop verkauft für 300 Münzen 99 One-Up-Leben. Okay, ist ja auch schon durchaus nicht unrelevant. Die Lebensam, oh Mann. Ja, okay. Da muss ich noch ein bisschen grinden für. Also wenn ich jetzt hier so mir die kaufen würde, dann kriege ich 25 Leben mit 100. Okay, es wird nicht viel ausmachen, ob ich mir das hier oder das hier kaufe. Also eine Sache, die ich ja noch zeigen kann. Ich glaube, das war in der dritten Welt. Also wenn es darum geht, hier die lila Münzen zu farmen. Und das werde ich jetzt wohl offscreen ein bisschen machen. Ist dieses Level hier. Also wenn man sich nicht komplett sich so ultra dämlich anstellt, wie ich es tue. Also dieses Level hier ist einer der besseren Level. Wenn es darum geht, lila Münzen zu farmen, weil es ist halt sehr kurz. Ihr seht ja schon, wie viele es hier gibt. Theoretisch kann man das Ganze noch beschleunigen, wenn man nicht jetzt nachdem man das Level geschafft hat, nicht in die Zielflagge geht, sondern sich dann umbringt. Weil dann wird man nicht mit Cutscenes genervt. Erfreut sich, dass du dein Training fortsetzt. Man weiß nie, was man noch alles lernen kann. Ihr konntet also komplexere Bewegungen vorhersehen. Das gelingt nicht einmal mir. Wird der Meister etwa zum Schüler werden? Pump. Okay. Damit verabschiede ich mich. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt